Geschichte wird geschrieben. So einfach, aber auch so direkt ist diese Aussage. Geschichte wird geschrieben, ein jeder von uns ist irgendwann geboren und ein jeder von uns wird irgendwann sterben. Ich hoffe, das entmutigt dich heute Morgen nicht. Aber die Aussage ist, dass dazwischen deine und meine Geschichte stattfindet. Manchmal mögen wir unsere Geschichte nicht. Manchmal möchten wir, dass unsere Geschichte umgeschrieben wird, dass wir eine Seite rausreißen, manchmal ein Kapitel. Und manchmal hat man gar keinen Bock mehr auf diese Geschichte und möchte am besten und am liebsten diese Geschichte verbrennen und man möchte weg von dieser Erde. Neulich nachts kriegte ich einen Anruf und sprach mit einer Person, die sagte: Johann, erzähl mir was. Und im Gespräch sagte ich, deine Geschichte kann umgeschrieben werden. Jede Geschichte kann umgeschrieben werden. Es gibt bei Gott keine hoffnungslose Fälle. Und die Rückfrage war, ist das so? Kann meine Geschichte umgeschrieben werden? Und diese Aussage, wenn wir ins Danielbuch schauen, das sich durch die ganzen Kapitel zieht, sehen wir, Geschichte wird geschrieben, nicht nur von mir, manchmal passiv, manchmal aktiv, sondern Gott schreibt seit jeher seine Geschichte aktiv. Und er ist der Einzige, der in der Lage ist, meine und deine Geschichte neu zu schreiben bzw. umzuschreiben und dich in sein Team zu holen, damit du in seiner Geschichte deinen Platz einnimmst und in seiner Geschichte mit ihm unterwegs bist. Das bedeutet, wenn Geschichte geschrieben wird, dann ist die Geschichte nicht nur von mir abhängig, Gott sei Dank, sondern die Geschichte, die geschrieben wird in meinem Leben, wenn Gott nicht nur eine Rolle in meinem Leben spielen darf und soll, sondern der Regisseur sein darf, dann habe ich Hoffnung, mit meiner Geschichte am Ende anzukommen. Wenn wir heute über das Buch Daniel abschließend sprechen wollen und nach vorne den Blick wagen dürfen, was auf die gesamte Menschheit eigentlich noch zukommt, dann bin ich dankbar zu wissen, dass nicht Menschen diese Geschichte schreiben, sondern dass Gott am Ende derjenige ist, der immer das Zepter in der Hand hält, wie wir gerade gehört haben. Wir sprechen seit 7 Wochen, heute die 7. Woche, über Daniel, ein ganz normaler Typ, der auch seine Picks hat zwischendurch die Situationen, die wir aus Kapitel 1, 3 und auch 6 gelesen haben, wo er die Herausforderung gehabt hat, mit seinen Freunden zusammen, der Präsenter funktioniert nicht, mit seinen Freunden zusammen kommt er in eine Situation, in eine Geschichte, die ihn immer wieder herausfordert, den nächsten Step zu gehen und zu entscheiden, werde ich, will ich in dieser Sache Gott treu bleiben? Und die eigentliche Frage ist eine Vertrauensfrage, aus der die Treue hervorgeht. Denn wenn ich kein Vertrauen habe in die Person, die mir gegenüber ist, dann werde ich ihr auch nicht treu sein, dann werde ich ihr auch nicht loyal sein. Und Daniel macht diese Erfahrung immer wieder, dass er sagt mit seinen Freunden, ich vertraue Gott insofern, dass da, wo er herausgefordert wird, in diesen 3 Geschichten, falls du sie nicht verfolgt hast, kannst du die in der Mediathek nachschauen, in diesen 3 Geschichten ist immer wieder die Frage, kann dein Gott dich retten? Kann dein Gott dich retten? Und die Freunde und auch Daniel selber sagen immer wieder, ja, mein Gott kann mich retten, wenn er will. Und wenn nicht, ist es für mich genug. Er könnte, wenn er wollte, ist für mich genug zu sagen, ja, diesem Gott vertraue ich. Inwiefern ist es für dich genug zu wissen und zu sagen, mein Gott könnte, wenn er wollte, in meine Gesundheitssituation hineingreifen, in meine Umstände hineingreifen, in meine Familie hineingreifen, in der anderen, alles, was drumherum in die Welt eingreifen, wenn er wollte. Aber wenn er es nicht tut und vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich es wahrnehme, dann ist es für mich genug. Genug insofern, dass ich ihm vertraue und sage, aus diesem Vertrauen heraus werde ich ihm treu bleiben, komme was wolle. Dafür hat Daniel sich entschieden.
Das Buch Daniel ist ein Buch, wie auch die Offenbarung, die den Menschen Hoffnung geben soll und nicht sie ängstigen vor der Zukunft, was noch alles auf sie zukommen wird. Es soll Hoffnung geben an dem Beispiel von Daniel und seinen Freunden, in der ganzen Geschichte hindurch Gott zu vertrauen, dass die Treue durchzuhalten. Kapitel 4 und 5 haben gezeigt, wenn Herrscher und Menschen grundsätzlich ohne Gott unterwegs sind und ihr Reich bauen, ob in welcher Art und Weise auch immer, ist es immer eine Spirale nach unten. Da, wo wir uns über Gott stellen, sagt er aus, ich werde dich demütigen. Und er warnt Nebukadnezar, er warnt Belsatzer, er gibt ihnen Möglichkeiten zur Umkehr. Aber am Ende droht er nicht nur, sondern er setzt die Konsequenzen um. Und er zeigt, wo Menschen und Reiche ohne Gott unterwegs sind, da werden sie zu Tieren, da werden sie das auf eine Art und Weise erleben, was es heißt, gottlos zu enden. Kapitel 2 und 7 stehen sich ein Stück weit gegenüber und Kapitel 7 greift auf Kapitel 2 zurück, wo wir von der goldenen Statue gehört haben und wird einiges verdeutlichen und gleichzeitig schmeißt es die Perspektive nach vorne in Kapitel 8 bis 12 und das ist das Herzstück des Daniel-Buches. Deswegen wird es heute hauptsächlich um das Kapitel 7 gehen und Kapitel 8 und 12 werden wir nur abschließend ein paar Gedanken dazu weitergeben. In diesem Ganzen geht es um die vier Punkte, die Daniel sieht in einer Vision. Er sieht irdische Reiche, die kommen und gehen, sie wechseln sich ab und eines ist bestialischer als das andere und gottloser als das andere. In diesem Ganzen zeigt Gott ihm den nächsten Step und sagt, Daniel, bleib hier nicht stehen, über diesen ganzen irdischen Reichen steht ein himmlisches Reich. Und das ist, worauf du dich konzentrieren sollst. Parallel passiert etwas zu der Zeit, wo du hier lebst. Und am Ende sollst du wissen, der Sieg ist bereits beschlossen. Der Sieg ist bereits errungen. Und dieser gehört Gott. Und am Ende ist Treue nicht das Ziel, sondern Treue ist der Weg. Und das macht das Buch sehr deutlich und fordert uns heraus, heute die Vertrauensfrage neu zu stellen, unabhängig, wie lange du als Christ unterwegs bist und Gott vielleicht persönlich kennst oder vielleicht auch noch auf der Suche nach ihm bist. Wenn es um die irdischen Reiche geht, so lesen wir in Vers 1, dass Daniel in einer Situation ist, im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belsatzar. Dort hatte Daniel nachts im Traum eine Vision, er schrieb alles nieder, was er gesehen hatte. Und wir erleben Daniel hier, dass er circa 70 Jahre ist. Und wer letzte Woche aufgepasst hat, hat gehört, dass John gesagt hat, Daniel war in Kapitel 6 circa 80 Jahre alt. Das bedeutet, chronologisch gehört dieses Kapitel zwischen Kapitel 4 und 5. Dort träumt er diesen Traum und ist in dieser Situation mit dieser Vision beschäftigt und befindet sich eigentlich von Umfeld her in der Situation, dass er schon fast seit 70 Jahren im Exil ist. Die zweite Generation der Israeliten wächst ran und er fragt sich, wann ist das Ganze zu Ende? 70 Jahre irgendwo in Babylon, nicht in meiner Heimat, wann komme ich wieder nach Hause? Und ich greife ein Stück vor in Kapitel 8 und 9, dort liest er in Jeremia 23, dass Jeremia voraussagt, diese Exilzeit, dass sie circa 70 Jahre dauern wird. Er liest nach, betet ein Gebet, tut Buße für sein Volk und während des Gebets bekommt er Nachricht vom schickt Gott den Engel Gabriel zu ihm und lässt ihm sagen, pass auf Daniel, das wird so nicht eintreffen. 70 Jahre, das wird sich verlängern um ein Siebenfaches. Warum? Das Volk Israel hat keine Buße getan. Das erfährt er zwar später, aber das ist so die Ausgangslage, in der Daniel sich so bewegt. Er schaut nach vorne ein bisschen furchtsam, wissend, die harte Realität ist da und er weiß nicht, wie die Zukunft werden wird. Und das ist eigentlich auch die Ausgangslage zu jeder Generationszeit. Deswegen ist dieses Buch auch an jede Generation zu jeder Zeit geschrieben. Wenn wir heute nach vorne schauen, wer kann sagen, was 2023 noch auf dieser Erde stehen oder fallen wird, was passieren wird? Keiner von uns. Macht es dir Furcht? Ängstigt es dich? Also wenn ich nach vorne schaue, dann schaue ich besorgt nach vorne, denn die Entwicklung ist nicht gut. Aber eines, was ich weiß,
Der eine, der darüber steht, hat alles unter Kontrolle. Und er schreibt seine Vision auf und ist somit auch überprüfbar. Und so beginnt sein Bericht: Ich, Daniel, sah in meiner nächtlichen Vision, wie aus allen vier Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das Meer aufwühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor und sie waren alle verschieden. Und dass das Ganze nicht irgendwo passiert, sondern auf der Erde passiert, zeigt uns, dass das Meer steht für die Erde. Das Meer steht gleichzeitig auch für das Chaos und für das Böse, was hier auf dieser Erde so passiert. Und das Ganze ist aufgewühlt und ist am Brodeln. Und manchmal lässt Gott auch das Böse mit dem Bösen selbst bekämpfen. Aber hier wird eines deutlich in dieser Vision, sieht er einfach Tiere, die er so nicht aus seinem persönlichen Leben kennt. Und er beschreibt sie in einer Art wie Fabeltiere. Das erste sah aus wie ein Löwe. Es hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es drei Rippenknochen fest. Man rief ihm zu: Los, steh auf und friss viel Fleisch. Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einem Leoparden, hatte aber vier Vogelflügel auf dem Rücken und vier Köpfe. Ihm wurde große Macht gegeben. Eines, was wichtig ist in der gesamten Auslegung dieser Worte, auch wenn wir in die Offenbarung schauen, die eigentlich, wo ganz viele Symboliken, viele Bilder und viele Zahlen vorkommen, die Offenbarung lässt sich nur mit dem Alten Testament auslegen. Und diese Symboliken haben viel mehr zu sagen, als dass es um das Tier als solches geht, wie es hier beschrieben wird, sondern die Bilder, die hierfür stehen, wollen mehr verstanden als gesehen werden. Es geht nicht darum, wie sie aussehen, sondern darum, was dahinter steckt und was die Aussage ist. Und ein Löwe steht für die Majestät, der König der Tiere. Er hat Kraft, er hat Power, er strotzt davor. Mit den Adlerflügeln zeigt, welche Schnelligkeit und Griffigkeit er unterwegs ist über die Erde. Und wenn wir an den König Nebukadnezar denken, auf den dieses Bild zutrifft, der sein Imperium aufgebaut hat mit einer rasanten Schnelligkeit und genauso schnell gedemütigt wird in Kapitel 4, zu einem Tier umgestaltet wird für eine gewisse Zeit, nachher wiederhergestellt wird, deutet darauf hin, dass wo ihm die Flügel ausgerissen werden, wird er gedemütigt und auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgebracht. Auch der Bär steht für ein Reich, das nach diesem folgt. Und wir lesen in Kapitel 8, Vers 20, dass es Bezug nimmt auf Medo-Persien und zeigt, ein Reich Persien ist stärker als Medien, obwohl sie zusammen regieren, und deutet auf ihn, auf dieses Reich hin. Und gleichzeitig auch das nächste Tier, der Leopard, der mit vier Köpfen, mit vier Flügeln, mit einer rasanten Geschwindigkeit über die Erde fegt und die Möglichkeit hat, dadurch, dass er in alle Richtungen sehen kann, in alle Richtungen gleichzeitig ausfliegen könnte oder kann, eine deutlich macht, dass er von die ganze Erde einnimmt. Und Kapitel 8, Verse 21 und 22 zeigen, dass es hier um das antike Griechenland gehen muss. Der Alexander der Große, der in einer Geschwindigkeit die Welt einnimmt, beziehungsweise sich ein Imperium aufbaut und bis nach Indien fortschreitet, ist auf dem Höhepunkt seiner Macht, wo er tot zusammenbricht, beziehungsweise seinen Tod erlebt. Und all das, was er aufgebaut hat in dieser Zeit, wird auf seine vier Generäle, auf diese vier Köpfe aufgeteilt, und somit wird auch dieses geschwächt. Und am Ende geht es darum, wenn diese Reiche eins nach dem anderen kommen und einander besiegen und ein anderes Reich kommt, ist die Frage, mit welcher Autorität sie hier unterwegs sind. Und auch das wird sich gleich zeigen. In Vers 7, zuletzt sah ich in den Visionen ein viertes Tier. Sein Anblick war grauenerregend und es strotzte vor Kraft, was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmen und hinunterschlang, das zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren unterschied es sich völlig.
Es hatte 10 Hörner. Als ich die Hörner genau betrachtete, sah ich ein weiteres, kleines Horn zwischen ihnen hervorwachsen. 3 Hörner wurden herausgerissen, um ihm Platz zu machen. Ich bemerkte, dass dieses Horn Menschenaugen besaß und ein Maul, das große Reden schwang. Dieses vierte Tier hat hier noch keine Form, die er zuordnen kann. Und er sagt, das ist furchterregender und schrecklicher und mächtiger und in der Intensität, was die anderen alles mit sich gebracht haben, viel, viel stärker und brutaler und gottloser unterwegs in dieser Welt. Und diese Tiere machen eines deutlich, die als Beutetiere uns dargestellt werden, vom Alten Testament unreine Tiere, aber auch gefährlich für den Menschen und auch furchterregend, machen eines deutlich. Daniel, das, was dir hier gerade Angst macht, ist nur die eine Ebene, die du siehst, die Ebene Erde. Du schaust nach vorne, was keiner vor dir vielleicht so weit sehen konnte. Und du kannst einiges erkennen, was passieren wird, und das macht Angst mit dir. Aber das ist noch nicht alles, was auf dich zukommt. Und ich sehe die Herausforderung bei mir, und vielleicht merkst du das auch, dass ich manchmal hier in diesem Tunnel stecken bleibe und mir um vieles Gedanken mache. Und ich möchte eine Hauptaussage hier vorweggreifen, dass es in meiner Prägung vielleicht mehr um die Chronologie geht, in dem Ganzen, was wird wann passieren, wie wird es passieren, wer ist das vierte Tier, wird es der sein oder das sein, dass es viel mehr um Chronologie geht als um Theologie. Und die Theologie ist Daniel, die er mitgeteilt bekommt, das ist noch nicht alles, was in der Gesamtheit meiner Geschichte passiert. Ich schreibe Geschichte nicht nur auf der Erde, sondern es geht weiter. Das Ganze, was du siehst, bringt dir Furcht. Aber du darfst eines wissen, Hoffnung ist das, was den Kindern Gottes zugesprochen wird. Hoffnung heißt dein Gott. Hoffnung ist das, was ich dir proklamiere und vorhersage, dass du als mein Kind, als mein Sohn, als meine Tochter versiegelt bist und bis auf den Tag, wenn ich dich abholen kommen werde. Und die Vertrauensfrage ist, wenn dein Vertrauen auf mich gesetzt wird, wirst du die Treue haben, durchzuhalten. Und von meiner Seite wird nichts fehlen. Die Kraft, die du dafür brauchst, wird von mir kommen. Spurgeon sagte, ich habe mein Kopf auf dem Kissen Gottes liegen, und dieses Kissen heißt Souveränität. Mein Kopf ruht auf dem Kissen der Souveränität Gottes. Ihr Lieben, das ist der Trost, den Gott dir heute zusprechen möchte, egal was um dich herum passiert, in der weltweiten Geschichte, aber auch in deiner persönlichen Geschichte. Gott ist zu jeder Zeit souverän. Es ist unabhängig davon, ob du es fühlst oder nicht. Das ist ein Fakt, eine Tatsache, die du glauben darfst, glauben musst und eines Tages sehen wirst. Er hat die Weisheit, zu jeder Zeit falsch und richtig zu unterscheiden. Er besitzt die Heiligkeit, sich immer für das Gute zu entscheiden. Und jetzt kommt das eins der wichtigen Dinge, das den zweiten Punkt einläutet. Er besitzt die Macht, das beschlossene Gericht auszuführen. Das Böse auf dieser Erde wird nicht ewig andauern. Und es entgeht Gott zu keiner Zeit, egal in welchem Umfeld du das Böse erlebst, es gilt nicht für jede Zeit. Ein Vater sagte, ich fürchte mich vor dem Moment, wenn meine Kinder merken, dass wenn ich sage, wenn ich bei der Zahl 3 angekommen bin, dass nichts und gar nichts passiert. Kennt ihr nicht, ne? Die Aussage ist, wenn ich eine Drohung ausspreche, werden Konsequenzen folgen. Ja oder nein? Und das werden die Kinder definitiv merken. Wenn wir eine Drohung aussprechen, sind wir auch in der Macht, diese Drohung umzusetzen, die Konsequenzen. Wenn das Böse auf dieser Erde siegt, in der Brutalität und Gottlosigkeit wie jetzt, wer hat die Macht, dem Ganzen eine Drohung auszusprechen und gleichzeitig auch die Konsequenzen umzusetzen? Und Gott sagt, ich besitze diese Macht, das Gericht zu führen. Und jetzt eröffnet er ihm ein ganz neues Bild,
was auch dich und mich ermutigen soll, auf das himmlische Reich die Perspektive zu lenken. Und er sagt, während ich noch schaute, wurden Thronsessel aufgestellt. Der von alters her ist, setzte sich auf einen von ihnen. Und Thronsessel stehen für Autorität, stehen auch für einen Saal, den Gott selbst besetzt. Der von alters her benennt Gott persönlich, den Heiligen, den Allmächtigen, dass er in diesem Gerichtssaal Platz nimmt. Und von alters her ist nicht ein seniler alter Opa, der da gerade Platz nimmt, sondern sein Ursprung ist vor der Ewigkeit. Er hat keinen Ursprung. Er war von jeher da. Das bedeutet von alters her. Und dieser nimmt Platz und möchte das Böse richten. Sein Gewand war weiß wie Schnee. Er ist rein, er ist heilig, bedeutet das. Und sein Haar so hell wie reine Wolle, spricht von der Weisheit Gottes. Sein Thron stand auf Rädern aus Feuer und war von Flammen umgeben. Seine Majestät sitzt auf diesem Gerichtsthron. Ein ganzer Feuersturm ging von ihm aus. Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, standen vor ihm und dienten ihm. Nun trat ein Gericht zusammen und Bücher wurden geöffnet. Und hier schaut Daniel bis ans Ende der Zeit, was am Ende passieren wird, und stellt fest, es wird ein Gericht geben. Es wird ein Gericht geben, dem Bösen werden Grenzen gesetzt. Und wir erinnern uns an unterschiedliche Stellen, auch in Lukas 10, wo gesagt wird, freu dich vielmehr nicht, dass die Dämonen dir untertan sind, sondern dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Oder in Offenbarung 20,12, wo es heißt, Bücher werden aufgetan. Hier wird eines Tages, wird ein jeder gerichtet nach seinen Werken und am Ende auch, ob wir mit oder ohne Gott unterwegs gewesen sind. Ich schaute wieder auf das Horn, das so selbstgefällig daherredete. Plötzlich wurde das Tier, zu dem es gehörte, getötet und ins lodernde Feuer geworfen. Die anderen drei Tiere hatten ihre Macht schon eingebüßt, sie durften aber weiterleben bis zu der Zeit, die Gott ihnen bestimmt hatte. Auch hier immer wiederum eine zeitliche Begrenzung, egal was gerade regiert, wer gerade regiert, jedem ist die Zeit zugeteilt worden. Gestern hatte ich hier beim Adventscafé ein Gespräch, wo jemand sagte, ganz plötzlich sein Bruder aus dem Leben gerissen, von heute auf morgen fit, weg. Was ist das? So schnell, so plötzlich. Aber für einen jeden von uns ist die Zeit begrenzt. Für einen jeden von uns ist dieser Bindestrich zwischen Leben und Tod so schnell wieder vorbei, dass es relevant ist, welche Entscheidung wir treffen mit und für Gott. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. In anderen Übersetzungen heißt es wie der Sohn des Menschen oder der Menschensohn. Besser gesagt, in den Evangelien lesen wir immer wieder davon über 82 Mal und gemeint ist damit der Sohn Gottes, Jesus Christus, der auf dieser Erde stellvertretend das Werk vollbracht hat, damit jeder, wo er mit seinem Leben bezahlt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Und dieser Sieger, der den Teufel, den Tod und die Sünde besiegt hat, kommt in den Gerichtssaal mit hinein. Man führt ihn zu dem, der von alters her ist. Der Sohn Gottes kommt zu seinem Gottvater. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm für immer. Und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Und egal, was du heute behältst, egal, wie wichtig dir das eine oder das andere ist, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du dieses eine behältst. Der Sieger ist Jesus Christus und sein Reich besteht in alle Ewigkeit. Amen. Das ist die Aussage, die sich immer wiederholen wird. Und hier wird Daniel etwas deutlich gemacht. Wir bleiben nicht in dem Rohr, in dem Tunnel der Erde stehen, der ganzen Entwicklung und wissen dennoch, den ganzen Mächten und Imperien dieser Welt und den Machthabern sind Grenzen gesetzt. Und es wird am Ende nicht siegen, sondern es wird ein Gericht geben. Der Alte an Tagen, Gott selbst und der Menschensohn bereiten das Gericht bereits vor. Und das gibt mir Hoffnung, ihr Lieben. Und das
lässt mir immer wieder die Vertrauensfrage positiv formulieren. Wo ich sage, habe ich Angst? Ja, manchmal habe ich Angst. Und manchmal weiß ich auch nicht, was kommt. Aber eines, was ich weiß, dass egal was kommt, ich meine Knie vor Jesus allein beugen möchte. Und meine Entscheidung steht fest. Und ich vertraue darauf, dass Gott mir zu jeder Zeit, wenn es darauf ankommt, die Kraft gibt, standhaft zu bleiben. Denn ich bin versiegelt mit seinem Geist. Und das bist du auch als Sohn und Tochter Gottes. Und ich mache dir Mut, dir die Vertrauensfrage neu zu stellen und sie positiv zu formulieren, ihm deine Treue zuzusprechen. Denn im Himmel passiert parallel genauso etwas. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Ich habe mich immer gefragt, warum denn? Weil dort eine reale Welt stattfindet, die uns so weit weg ist. Es ist eine andere Dimension. Aber dort geschieht Leben. Dort ist Aktivität. Gott ist am Werk. Und er hat dich nicht aus seinem Blick verloren. Egal, was deine Diagnose ist, egal, was deine Umstände sind, egal, wo du gerade so im Geistlichen unterwegs bist. Er hat dich nicht aus dem Blick verloren, sondern mach dir Mut, schau nach oben, da bin ich. Und ja, es gibt einen Kampf. Und für Christen ist der Kampf vorausgesagt. Es wird immer einen Kampf geben. Denn Christen ist wie Bergfahren ohne Handbremse. Bleiben wir stehen, fahren wir rückwärts. Und es gibt Widerstand, keiner hat gesagt. Und die Bibel und Gott erst recht nicht, dass wir ein harmloses Leben haben werden, ohne Kampf und Krampf. Nein, wir sind Stolperer auf dem Weg in den Himmel, aber mit der Kraft Gottes. Aber das Größte ist, der Kampf ist nicht alles, sondern der Kampf ist längst entschieden. Und das Gericht wird kommen, auch wenn es noch nicht in Kraft getreten ist. Und hier und da tritt Gottes Gericht immer wieder in Kraft. Aber das Endgericht, das kommt noch. Und die Frage ist, in welchem Team sind wir mit dir unterwegs? Gott lädt ein, in das Team des Himmelreichs mitzumachen, wo er der Sieger ist und Jesus dich frei machen kann. Und eins steht fest von dem, wo es jetzt um das vierte Tier gehen wird, der Sieg gehört Gott allein. Der Sieg gehört Gott allein. Was ich in der Vision sah, erschreckte und beunruhigte mich, sagt Daniel. Deshalb ging ich zu einem von denen, die in der Nähe standen, und bat ihn, sag mir, was dies alles zu bedeuten hat. Wir wissen, Daniel hat sonst immer die Träume gedeutet. Hier geht er zu einem Engel und lässt sich es selber deuten. Und er erklärte ihm, die vier Tiere sind vier Königreiche, die große Macht auf der Erde erlangen werden. Nirgends anders, sondern auf der Erde, nicht im Himmel. Aber schließlich wird das heilige Volk des höchsten Gottes die Herrschaft empfangen und sie für alle Zeiten behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Wiederum ein Sprung ganz nach vorne und gleichzeitig werden wir sehen, dass das Volk Gottes dennoch besiegt wird. Die Frage ist, was ist hier los? Ich wollte gern noch mehr über das vierte Tier erfahren, das sich so sehr von den anderen unterschied und grauenhaft aussah. Was es mit seinen gewaltigen Zähnen und Eisen nicht hinunterschlang und mit seinen Krallen aus Bronze nicht zerriss, das zertrat es mit den Füßen. Besonders wollte ich wissen, was die 10 Hörner auf seinem Kopf zu bedeuten hatten und das kleine Horn, das plötzlich hervorgewachsen war und 3 andere verdrängt hatte. Es besaß Menschenaugen und ein Maul, das große Reden schwang, und es war furchterregender als die übrigen Hörner. Ich sah, wie dieses Horn Krieg gegen das heilige Volk Gottes führte und es besiegte. Aber dann passiert etwas anderes. Die Frage ist, was passiert hier? Warum wird das Volk Gottes plötzlich dennoch besiegt? Wir leben in einer Zeit, so wie es schon immer gewesen ist, dass die Nachfolge Jesu dich alles kosten kann. Es kann dich auch dein Leben kosten. Und immer wieder, wenn ich mit Menschen im Gespräch komme und sie eine Entscheidung für Jesus treffen möchten, ist es mir immer wichtiger geworden zu fragen, überschlag nochmal die Kosten, ob du wirklich bereit bist, alles zu geben und auch alles zu erwarten.
Diese Frage scheint mir immer relevanter zu sein, dass wir wissen, es kann mich alles kosten. Und wir leben in einer Zeit, wo über 360 Millionen Christen für den Namen Jesu und den Glauben an ihn und das Bekenntnis an ihn ihr Leben lassen, mit ihrem Blut und Leben bezahlen, verfolgt werden, gepeinigt werden, in Knast gesteckt werden und ganz vieles erleiden müssen. Sieht Gott das ganze Leid nicht? Oder was ist los? Und Gott sagt, mir entgeht gar nichts. Und erst recht kümmere ich mich um meine Kinder. Und ich werde dafür sorgen, dass sie die Kraft haben, das durchzustehen. Aber der Grund, dass ich es noch laufen lasse, ist meine Liebe zu einem jeden von uns hier in diesem Raum oder auch im Livestream. Das ist der Grund, warum Gott immer noch Geduld hat und das Ganze ein Stück weiter laufen lässt, die Zeit der Gnade, die heute noch gilt, damit du gerettet wirst. Und diese Zeit wird auch mit dem Leben und mit dem Blut anderer Christen bezahlt, wo das Böse noch nicht letztendlich gerichtet wurde. Es wird ein Krieg geben, ja, und die Christen werden verfolgt. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Auch wenn Menschen ihr Leben lassen, sie gehen zu dem, der ihnen den Sieg verheißen hat. Vers 22, aber dann griff der ein, der von alters her ist, Gott selbst. Er übertrug dem heiligen Volk des höchsten Gottes die Vollmacht, Gericht zu halten. Nun war die Zeit gekommen, in der sie die Herrschaft ausüben konnten. Wiederum eine Perspektive nach vorne. Diese Zeit ist eine kurze Zeit, wie wir gleich auch sehen werden. Der Engel, den ich nach der Bedeutung des Traumes gefragt hatte, erklärte mir, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das sich von allen früheren unterscheidet. Es wird die ganze Erde verschlingen, zermalmen und niedertreten. Die 10 Hörner sind 10 Könige, die aus diesem Reich hervorgehen werden. Nach ihnen jedoch kommt ein Herrscher an die Macht, der ganz anders ist als seine Vorgänger. Er wird 3 Könige stürzen. Sogar den höchsten Gott wird er verhöhnen und das heilige Volk Gottes niederzwingen. Mit allen Mitteln versucht er, die heiligen Feste abzuschaffen und das Recht zu verändern. Gottes Volk wird für einen Zeitraum, dann für 2 Zeiträume und nochmals für einen halben Zeitraum seiner Gewalt ausgeliefert werden. Und ich glaube, für die, die schon länger unterwegs sind mit der Bibel, mit Gott, geht jetzt ein System los. Es ist bekannt, was jetzt kommt. Die Systeme, die theologischen Systeme, man kann diese Zahlen einordnen, in Trübsal mit dem Antichristen verbinden und so weiter. Daniel hat dieses System noch gar nicht. Er hat diese Brille auch noch gar nicht. Er kann das zum Teil noch gar nicht so richtig einsortieren. Es macht einiges deutlich. Wir können viele Auslegungen lesen und wir merken, dass die Theologen sich in vielen Richtungen nicht einig sind, aber irgendwann eine Position einnehmen oder aber sagen, vermutlich voraussichtlich ist das die beste Möglichkeit oder Position, die sich am besten mit dem Ganzen verkoppeln lassen lässt beziehungsweise erklären lassen lässt. Diesen Satz, den ich am Anfang sagte, dass wir hier nicht so schnell an der Chronologie basteln als an der Theologie, macht einiges deutlich, dass es eine Zeit des Leidens geben wird. Ob wir jetzt uns in dieser Zeit befinden, ob sie uns bevorsteht, ob sie schon hinter uns gewesen ist in der Vergangenheit, ist letzten Endes nicht so wichtig, als dass diese Aussage dieser Zeitintervalle eine kurze Zeit zu der Ewigkeit darstellen. Und dass wir einfach für uns eines mitnehmen müssen und dass wir wissen, es wird Picks geben, Lebenspicks, Herausforderungspicks, Umständepicks unseres Lebens, die wie in einer Anzeige, fehlt das Wort, an einem Diagramm, so hervorstechen. Aber immer wieder wird Gott dir und mir die Kraft geben, durchzuhalten. Am Ende heißt es jedoch, tritt das Gericht im Himmel zusammen. Es wird diesen Herrscher stürzen und seiner Macht ein für alle Mal ein Ende bereiten.
Und so wie ich das gesamte Bild des Ganzen verstehe, des vierten Tieres, ist, dass es das personifizierte Böse ist, das manifestiert sich in all dem antigöttlichen Geist auf dieser Erde, dass sich von jeher nach diesen ganzen Reichen, die wir vorher in den ersten drei Tieren gelesen haben, immer wieder durchgezogen hat in der Kirchengeschichte. Bei Antiochos, der Epiphanes, die 160 und 200 Jahre vor Christus gelebt haben, die Juden verfolgt haben, wo die frühe Kirche verfolgt wurde, wo der Nationalsozialismus stattgefunden hat, der Kommunismus, der Islamische Staat und all diese Epochen unseres Lebens, wo der antigöttliche Geist in so einer Kraft und Intensität und Gottlosigkeit unterwegs ist, wie wir es heute auch in unserem Mainstream, merken und mitnehmen können. Und was ist, wenn es nicht diese eine Person, nicht der eine Antichrist ist, sondern der antichristliche Geist und die Kraft, in egal welchem Reich es sich zeigt? Welche Relevanz hat es für die Vertrauensfrage und die Frage der Treue? Wenn Theologie vor Chronologie steht, dann ist es mir so relativ nicht entscheidend, wann was stattfindet, in welcher Epoche ich unterwegs bin, sondern das Einzige, was von dir und mir gefragt werden wird, warst du treu? Und das ist für dich und für mich entscheidend. Schließlich wird der höchste Gott seinem Volk die Herrschaft übertragen und ihm die Größe und Macht aller Königreiche der Erde verleihen. Gottes Reich bleibt für immer bestehen. Alle Mächtigen werden ihm dienen und gehorchen. Bis hierher ging mein Traum. Ich war betäubt vor Schreck und kreidebleich, doch ich behielt alles im Gedächtnis, was ich gesehen hatte. Das ist das letzte Bild, was Daniel hier aufzeigt. Der Sieg gehört Gott allein. Und der Sieg gehört jedem dem, der sein Sohn und seine Tochter ist. Und der Sieg gehört jedem Menschen, Mann und Frau, egal welcher Nation, der heute noch eine Entscheidung für ihn trifft. Für ihn ist Gott und Jesus sein Anwalt. Im Gerichtssaal gibt es ein Gegenüber, einen Angeklagten und einen Kläger. Der Kläger ist Gott, der die Menschen anklagt, die mit ihm nicht versöhnt sind, weil Sünde, er klagt die Sünde an, aber er liebt dich. Und die Sünde trennt uns voneinander. Und er lädt ein und macht deutlich, es ist eine Drohung. Ich benenne die Konsequenzen, aber ich habe auch die Macht, das Gerichtsurteil zu sprechen. Und das wird endgültig sein. Über dein Leben, Johann, und über all das Böse. Aber am Ende weiß ich, wenn ich zu seinem Team gehöre, gehört der Sieg mir und uns, dir und mir, die du mit ihm unterwegs bist, gehört dieses Reich, das immer größer wird und es nimmt nicht ab. In Kapitel 2 haben wir gelesen, dass wo die Statue, die goldene Statue steht, kommt ein Stein vom Himmel angerollt, ohne menschliches Hinzutun. Es wird immer größer und es zertrümmert diese Statue, diese irdischen Reiche. Das macht deutlich, das Reich Gottes kommt in den Messias Jesus Christus und niemand und nichts kann ihm widerstehen. Bis auf den Tag, wenn der letzte Tag einbrechen wird und der letzte Sieg ausgerufen wird, wird der sein, wenn Jesus Christus in der Wolke wiederkommen wird, um die Seine zu sich zu holen. Ihr Lieben, das ist ein Buch der Hoffnung und eine Aussage, die Daniel in seinen Visionen sieht, dass Geschichte geschrieben wird, wird ihm eines deutlich: Im Endeffekt ist Gott der Sieger über das Böse, vollkommen und endgültig. Und damit macht er Daniel deutlich, der nach dieser Vision aufsteht, kraftlos und krank, und dennoch geht er zum König und dient ihm weiter. Und damit wird deutlich, Daniel, geh zurück an die Arbeit. Egal, wie lange deine Umstände heute noch dauern, egal, wie lange du noch in deiner Nacht- und Nebel-Umständen unterwegs bist und du siehst kein Licht vorne, er sagt voraus, bleib treu und harre aus und Gott wird in dein Leben hineinsprechen. Er wird dich freimachen, wenn du das wünschst und wenn du es zulässt
und er wird dich aus deinem Dunkeln herausführen. Und er ist der Alleinige, der es tun kann. Bitte, bitte vergiss das nie, dass dich keiner und niemand retten und frei machen kann, außer dem einen. Und auch wenn es hart ist und auch wenn es schwer ist, voller Hoffnung und Glauben nach vorne zu schauen. Ich wiederhole mich gerne, dass die apokalyptischen Visionen uns nicht zu irgendwelchen Endzeitspekulationen motivieren sollen, sondern zur Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das Daniel-Buch macht eines deutlich, um das zusammenzufassen, dass es im Hier und Jetzt darum geht, dir Hoffnung zu geben und mir Hoffnung zu geben. Das Ganze soll uns nicht beängstigen, es soll uns nicht in eine Starre verfallen lassen. Es ist schlimm, was passiert. Und dieser antigöttliche Geist, den merken wir an allen Ecken. Und deswegen brauchen wir eine Gegenprägung. Und diese Gegenprägung ist das Wort Gottes, das dir Ausblick gibt und sagt, hier allein kannst du auftanken, hier allein gibt es das reine Wasser. Ich bin die Quelle, die dich heilen kann. Ich bin die Quelle, die dich erneuern kann. Ich bin die Quelle, die dich tränken kann, die dich versorgen kann für das ganze Leben. Theologie kommt im Daniel-Buch vor Chronologie. Ist ganz, ganz wichtig. Und an der gesamten Bibel ist das für uns entscheidend. Und noch einmal, der Weg, auf dem wir unterwegs sind, ist gepflastert von Menschen, die ihr Leben gelassen haben für Jesus, weil sie ihm treu geblieben sind, die gefoltert und geschmachtet werden in allen möglichen Bereichen für Jesus. Aber der ist auch gepflastert mit treuen Nachfolgern Jesu. Es sind nicht die Umstände, die uns Angst machen sollten, sondern die Vertrauensfrage für uns zu klären und zu sagen, der Alte an Tagen, der Gott, der Heilige und der Reine, der hat alles vorbereitet durch Jesus Christus und den Heiligen Geist, mit dem du versiegelt bist. Und deine und meine Aufgabe ist, an seiner Hand die Treue zu halten, nach vorne zu gehen, zu sagen, irdische Reiche kommen und gehen, das himmlische Reich bleibt. Der Sieg gehört Gott allein und der Weg dahin heißt Treue. Amen.